Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man den Grill ein bisschen auftunt. Und zwar seht ihr hier diese Macken vom Außen am Deckel. Also der ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Habe ich mir gedacht, komm, das Ganze tunen wir mal ein bisschen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir entfernen hier einfach die Schrauben, damit wir den Deckel abmachen können. Dann schrauben wir hier unseren Haltegriff ab. Einfach hier abschrauben das Ganze und dann geben wir das hier in ein Behältnis rein, die kompletten Teile, damit wir die auch wiederfinden und die nicht verloren gehen. Dann nehmen wir hier etwas Klebeband oder Kreppklebeband und kleben unseren Deckel schön ab, damit auch nur an die Stellen Lack dran kommt, wo er auch wirklich dran kommen soll. So, das ist ein bisschen aufwendig, aber ja, die Zeit sollte man sich auch nehmen, weil wir wollen das ja ordentlich machen. So, hier die Löcher vom Haltegriff nicht vergessen. Wir wollen ja auch nicht, dass im Inneren des Grills irgendwelche Lackpartikel rankommen. So, jetzt nehme ich hier so ein kleines Behältnis, packe da oben den Deckel drauf, ziehe mir hier noch ein paar Handschuhe an, weil ich möchte ja auch keinen Lack an den Fingern haben. Dann nehme ich einen hitzebeständigen Lack in Schwarz. Der ist jetzt bis 650 Grad auch hitzebeständig. Ja, den Deckel habe ich vorher noch ein bisschen entfettet mit einem Universalverdünner. Einfach mal ein bisschen schön rüber pinseln damit, also einfach sauber machen, damit dann halt die Fettrückstände entfernt sind. Ich habe mir das jetzt mal erspart, hier zu zeigen. Und ja, wenn wir das dann gemacht haben, können wir das direkt hier schön einsprühen. Wie man hier sieht, einfach den Lack schön drüber über dem Deckel. Ja, und wenn wir das gemacht haben, lassen wir das Ganze so eine Stunde trocknen. Ja, dann können wir den Deckel wieder auf den Grill raufschrauben und dann brennen wir den praktisch nochmal ein. Einfach nochmal für 20, 30 Minuten auf höchste Stufe den Grill schalten. Ja, und das war es auch schon gewesen. So schnell ging unser Feintuning für den Deckel. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein Daumen nach oben dafür wäre nicht verkehrt. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr das machen würdet. Bis dann. Ciao.